Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder mal um Tuning und wieder mal um China Billigtuning. Freunde, ihr kennt ja alle diese Namen. Junge, hier windet es wie Sau, ne? Und die Tür hat nicht so Bock zu halten. Also, ihr kennt ja alle diese Namendeckel. Und ich habe mir jetzt mal solche BMW-Namendeckel bestellt, passend zu meinem Emblem in komplett schwarz. Und ich wusste am Anfang nie, okay, ist das cool, ist das nicht cool, sieht das vielleicht ein bisschen kacke aus. Aber ich habe schon mal einen jetzt drauf gemacht. Zeige ich euch mal. Und gefällt mir eigentlich ganz gut. So, hier mit dem BMW-Nabendeckel drin und dort hinten den Motec-Nabendeckel. Ich finde irgendwie, dass dieser BMW-Nabendeckel nochmal so ein bisschen mehr Tiefe der Felge gibt. Das ist nur so ein persönliches Ding. Ich würde sagen, ich montiere jetzt mal die Felgen. Also ich mache vorher natürlich die Nabendeckel rein. Man kann die auch so wechseln, das ist ein bisschen schwieriger. Am besten natürlich immer, bevor man die Räder wechselt, die von hinten rausdrücken, das ist am einfachsten. Ich wechsle die jetzt mal, dann mache ich die mal drauf, dann gucken wir, dann können wir vielleicht nochmal mit alten Bildern vergleichen, mit den originalen Motec. Dann könnt ihr für euch entscheiden, ist es das für euch wert oder nicht. Freunde, let's go!